Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich mal wieder eine Runde Age of Sigmar und zwar aus unserer aktuell laufenden Age of Sigmar Sturmgewölbe-Kampagne. Die Sturmgewölbe-Kampagne ist aus der verbotenen Machterweiterung und der Patrick, der unser Kampagnenleiter ist, hat die so ein bisschen angepasst für uns. Also er hat hier und da so ein paar Regeln nachgebessert, ein bisschen am Balancing gefeilt und sowas. Und er hat sich da richtig viel Mühe gegeben. Auch hier schon mal vielen, vielen Dank dafür, Patrick. Der hat es richtig cool gemacht. Und das erste Match, das ich da euch jetzt hier zeige, das ist zwischen meinen Sylvaneth, die ich in der Kampagne spiele, gegen Björn und seine Hedo Knights of Slaanesh. Und wir haben 1000 Punkte gespielt und alles Weitere zur Kampagne und zum Match natürlich auch erfahrt ihr nach dem Intro. Für unsere Age of Sigmar Kampagne spielen wir eine von unserem Kampagnenleiter Patrick leicht abgewandelte Version der Sturmgewölbe Kampagnenregeln aus der Forbidden Power Erweiterung. Die Spieler kämpfen dabei um die Kontrolle geringerer Sturmgewölbe, sogenannter Sturmgewölbe-Sakristeien. Sobald ein Spieler 5 Sakristeien eingenommen hat, kommt es zur großen Endschlacht zwischen den 4 Spielern, die die meisten Sakristeien erobert haben. Der Gewinner dieser Endschlacht ist der Gesamtkampagnensieger. Ein großer Aspekt dieser Kampagne sind die sogenannten erwachten Artefakte, die von Spiel zu Spiel stärker werden können. Dazu aber mehr im Anschluss an dieses Match. Wir spielen das Szenario ins Herz des Feindes. In jeder unserer Aufstellungszonen wird ein Missionsziel platziert. Das Ziel beider Spieler ist es, beide Missionsziele gleichzeitig zu kontrollieren. Sobald dies eintrifft, ist das Spiel sofort beendet. Sollte dies bis zum Ende der 5. Runde nicht der Fall sein, dann gewinnt der Spieler, der einen größeren Teil der gegnerischen Armee ausgeschaltet hat. Da wir nur mit 1000 Punkten spielen, haben wir die Spielfeldgröße übrigens auf 48 Zoll mal 48 Zoll reduziert und die Aufstellungszonen und Platzierung der Missionsziele entsprechend angepasst. Wir benutzen für die Kampagne die Reiche der Schlachtenregel und dieser Teil der Kampagne findet in Hish, dem Reich des Lichtes, statt. Das verstärkt unter anderem den Effekt von Deckung und gibt uns Zugriff auf neue Befehlsfähigkeiten und weitere Zaubersprüche. Björn hat für seine Hedo Knights of Slaanesh das Mortal Realm Gur und die Unterfraktion Godseekers Host gewählt. Sein General ist ein Dämonenprinz mit dem Command-Trait Speed Chaser und dem Artefakt Amberglaive. Das ist ein Artefakt aus dem Mortal Realm Gur und gibt ihm +1 auf Trefferwürfe mit seinem Schwert und +1 auf seine Reichweite. Weiterhin enthält seine Armee einen Chaos Sorcerer Lord, eine Infernal Enrapturous, 5 Chaoskrieger mit 2 Handwaffen, einen Seeker Streitwagen, einen Chaos Streitwagen und 10 Hellstrider mit Hellscourges. Für meine Sylvaneth Armee habe ich das Winterleaf Glade als Unterfraktion gewählt. Angeführt wird die Armee von einem Spirit of Durthu mit der Kommandofähigkeit My Heart is Ice, was Schaden an Gegnern verursachen kann, die den Spirit of Durthu angreifen. Und er ist mit dem Frozen Kernel Artefakt ausgerüstet, wodurch eine Einheit einmal pro Spiel ein weiteres Mal in der Nahkampfphase attackieren darf. Meine Armee enthält außerdem eine Branch Witch, eine Einheit Kern of Hunter mit Bögen, eine Einheit Tree Revenants, Skythes wilde Jagd und eine Einheit aus 20 Dryaden. Zu Beginn des Spiels darf ich noch einen Wildwood platzieren und ich platziere ihn ziemlich zentral. Björn platziert noch seinen Fane of Slaanesh, der ihm unter anderem dabei hilft, neue Dämonen zu beschwören. Björn platziert seine 2 Streitwagen auf seiner rechten Flanke, gefolgt von den Kriegern, die sein Missionsziel beschützen. Seine Helden verstecken sich in der Mitte hinter dem kleinen Wäldchen und seine Hellstrider stehen auf seiner linken Seite. Ich stehe etwas kompakter mit meinen Dryaden an der Front. Dahinter steht Skythes wilde Jagd, meine Kern of Hunter und die Branch Witch dahinter. Meine Tree Revenants beschützen das Missionsziel und dahinter steht mein Spirit of Durthu. Björn hat in der ersten Runde die Initiative und sein Zauberer versucht, Glückseligkeit der Schlacht auf die Hellstrider zu zaubern.
Allerdings wird der Zauber von Skye's wilder Jagd gebannt, da dieser als Zauberer gilt, solange Kafayan noch am Leben ist. Die Hellstrider setzen sich in Bewegung und manövrieren entlang meiner rechten Flanke auf mich zu. Die beiden Streitwägen machen dasselbe auf meiner linken Flanke. Die Enrapturous bewegt sich ein Stückchen weiter vor in den Schutz des kleinen Wäldchens. Der Dämonenprinz breitet seine mächtigen Schwingen aus und fliegt direkt in meinen Wildwood. Die Chaoskrieger bringen sich rund um das Missionsziel herum noch etwas besser in Position. Und der Chaoshexer geht noch etwas besser in Deckung. In der Schussphase feuert die Enrapturous mit ihrer super ekligen Harfe auf meine Tree Revenants. Und zwei von ihnen werden von den unnatürlichen Klängen zerfetzt. Der Dämonenprinz charged erfolgreich meine Dryaden. Er wirft sich voller Freude auf die Baumgeister, schafft es aber nur, drei von ihnen zu zerstören. Im Gegenzug umschwärmen die Dryaden den Dämonenprinz und schaffen es, ihm eine Wunde zuzufügen. In meiner Heldenphase versucht die Branch Witch, die gefallenen Dryaden wieder ins Leben zurückzubringen. Allerdings scheitert sie am Zauberwurf. Kathain bläst in sein mächtiges Jagdhorn und gibt den Dryaden damit +1 auf Verwundungswürfe. Meine Kernoth Hunter rücken vor, um sich eine bessere Sichtlinie zu verschaffen. Die Tree Revenants verteilen sich etwas vor dem Spirit of Durthu, um diesen vor eventuellen Charges der Hellstrider abzuschirmen. Und dann rückt der Spirit of Durthu nach. Und natürlich müssen die Tree Revenants in 1 Zoll Abstand zueinander bleiben. Die Branch Witch rückt lediglich zum Rest der Armee auf. Und Skye's wilde Jagd hält die Stellung. In der Schussphase feuern Skye und seine Kumpanen mit Jagdspeeren und Bögen auf den Dämonenprinz. Er leidet dadurch einen weiteren Punkt Schaden. Die Kernoth Hunter feuern mit ihren Bögen auf die heranstürmenden Hellstrider. Und zwei von ihnen fallen. Zuletzt feuert der Spirit of Durthu noch auf den Dämonenprinzen, verfehlt allerdings komplett. Ich überspringe die Charge-Phase komplett und gehe direkt zur Nahkampfphase über. Dank seiner Speed Chaser Generalsfähigkeit darf der Dämonenprinz normalerweise immer zuerst zuschlagen. Allerdings benutze ich jetzt die Reich des Lichts Befehlsfähigkeit schnell zuschlagen, die Fähigkeit des Dämonenprinzen negiert. Björn könnte die Fähigkeit ebenfalls einsetzen, um die Reihenfolge wieder umzukehren, entscheidet sich aber dagegen, um seinen Befehlspunkt zu sparen. Bevor sie attackieren, bezaubern die Dryaden den Dämonenprinz noch für +1 auf ihre Trefferwürfe. Und dann begraben die Dryaden den Dämonenprinzen unter rasiermesserscharfen Ästen und Zweigen und schaffen es, die unnatürliche Kreatur aus diesem Reich zu verbannen. Übrigens ein großer Spaß, das Modell aus diesem Dickicht erstmal wieder rauszubekommen. Ja, da hängt einer, zwei hängen schon dran, drei hängen schon dran und er hat's geschafft. Na, einer klammert sich immer noch fest, jetzt ist er frei. Damit endet die erste Runde und die Verteidiger des Winterwalls haben die erste Angriffswelle der finsteren Slaanisch-Anhänger erfolgreich zurückgeschlagen. Aber die zweite und deutlich größere Welle steht schon in den Startlöchern. Es bleibt also spannend. In Runde 2 geht die Initiative an mich. Die Branch Witch versucht wieder Dryaden wiederzubeleben und scheitert erneut. Skye's wilde Jagd versucht wieder die Dryaden zu verstärken, was aber dieses Mal vom Chaoshexer gebannt wird. Die Dryaden bewegen sich auf die Streitwägen zu und begeben sich dabei in den Schutz des Wildwoods, wodurch sie um 1 schlechter getroffen werden. Skye's wilde Jagd sprintet den Dryaden hinterher. Die Revenants machen einen diskreten Schritt zur Seite, um Papa Durthu vorbeizulassen, der sich damit den Hellstridern als Ziel anbietet. Die Branch Witch bewegt sich in den Schutz des Missionsziels und Skye's wilde Jagd eröffnet das Feuer auf den Chaos-Streitwagen. Die Einheit darf auch dann schießen, wenn sie vorher gesprintet ist. Sie fügen dem verdächtig fahrerlosen Gefährt einen Schadenspunkt zu. Der Spirit of Durthu feuert seinen Verdant Blast auf die Hellstrider
wodurch einer stirbt und einer einen Schadenspunkt erleidet. Die Kernoff Hunter feuern auf dieselbe Einheit, verursachen allerdings keinen Schaden. In der Charge-Phase schaffen es die Dryaden, den Seeker-Streitwagen anzugreifen. Ich nutze ihre Pile-In-Bewegung, um möglichst viele Dryaden in Angriffsreichweite zu bringen. Und dann bezaubern sie den Streitwagen und schlagen zu. Der Streitwagen erleidet 3 Punkte Schaden. Der Chaos-Streitwagen macht seine Pile-In-Bewegung und attackiert die Dryaden. Und 2 von ihnen fallen. Der Seeker-Streitwagen attackiert ebenfalls. Und insgesamt 5 Dryaden werden zerstört. Und in der darauf folgenden Battleshock-Phase laufen nochmal 2 Dryaden weg. In seiner Heldenphase zaubert Björns Hexenmeister dämonische Stärke auf die Hellstrider. Allerdings wird der Spruch von Skies wilder Jagd gebannt. Anschließend rücken die Hellstrider vor und machen sich für einen Angriff auf meine Linie bereit. Die Enrapturous rückt noch ein Stückchen weiter vor. Und der Chaos-Hexer folgt ihr. In der Schussphase feuert die Enrapturous wieder mit ihrer Harfe auf meine Kernoff-Hunter. Scheitert allerdings komplett an ihrer Rüstung und ihrem Widerstand. Anschließend chargen die Hellstrider meine Kernoff-Hunter und versuchen dabei aus mir unerfindlichen Gründen vom Spirit of Durthu wegzubleiben. Sie attackieren die Kernoff auch gleich und verursachen insgesamt 3 Punkte Schaden. Meine Dryaden aktivieren als nächstes und attackieren den Seeker-Streitwagen und verarbeiten ihn zu süßlich duftendem Kleinholz. Der andere Streitwagen bekommt auch noch eine Attacke mit, kriegt aber keinen Schaden. Er revanchiert sich auch gleich und attackiert die Dryaden, die insgesamt 6 Verluste erleiden. Skies wilde Jagd wirft sich ebenfalls ins Getümmel und verursachen einen Verlust bei den Hellstridern. Zuletzt sind noch die Kernoff Hunter dran und verursachen einen Punkt Schaden. In der Battleshock Phase flieht noch eine Dryade und eine bleibt da. Das sind echt ziemlich taffe kleine Biester. Die Initiative in der dritten Runde geht wieder an mich. Meine Branch Witch versucht dieses Mal ein paar Tree Revenants wiederzubeleben und scheitert erneut am offensichtlich nicht schaffbaren Zauberwurf. Skies wilde Jagd bläst erfolgreich zur Jagd und gibt den Kernoff Huntern +1 auf ihre Verwundungswürfe. Papa Durthu stampft auf das Handgemenge zu seiner Linken zu. In der Schussphase feuern die Kernoff Hunter ihre Bögen aus nächster Nähe auf die Hellstrider ab. Und einer der Reiter wird von seinem Tier geschossen. Skies wilde Jagd feuert ebenfalls in den Nahkampf, allerdings ohne Erfolg. Es folgt ein Verdant Blast vom Spirit of Durthu und 2 weitere Hellstrider fallen. In der Charge-Phase kracht der Spirit of Durthu in die Hellstrider. Er fängt auch gleich damit an, fröhlich auf der Slaanesh-Kavallerie herumzuhacken. Und wenig überraschend wird die Einheit ausgelöscht. Der Streitwagen versucht, sich der lästigen Dryade zu entledigen. Aber sie überlebt. Keine Ahnung wie, aber sie überlebt. Sie schlägt auch gleich zurück, verursacht aber keinen Schaden. Björns Chaos-Hexer feuert eine Mystic Missile auf mein Spirit of Durthu und verursacht damit einen Punkt Schaden. Die Enrapturous zieht sich ein Stück zurück. Genauso wie der Hexer. Als nächstes verwendet Björn die Verderbtheitspunkte, die er im Verlaufe des bisherigen Matches durch verursachten und erlittenen Schaden verdient hat und beschwört damit eine Einheit Dämonetten des Slaanesh. Es folgt ein Schuss der Harfe der Enrapturous auf den Spirit of Durthu, der allerdings keinen Schaden verursacht. Die Dämonetten versuchen, die einsame Dryade zu chargen, kommen aber nicht weit genug. Allerdings schafft es der Streitwagen endlich, sich der lästigen Kreatur zu entledigen.
In Runde 4 geht die Initiative endlich mal an Björn. Der unsichtbare Reiter gibt seinen Tieren die Peitsche, damit der Streitwagen rennen und trotzdem noch chargen kann. Und dann rast er mit voller Geschwindigkeit auf Skyes wilde Jagd zu. Die Dämonetten rücken in den Wildwood vor. Der Hexer bewegt sich wieder mal ein Stückchen nach vorne. Und die Enrapturess bleibt, wo sie ist, und feuert mit ihrer Harfe erneut auf den Spirit of Durthu. Und dieses Mal verursacht sie 3 Punkte Schaden. Der Chaosstreitwagen kracht in Skyes wilde Jagd und die Dämonetten stürzen sich ebenfalls auf die Jagdgesellschaft und achten dabei darauf, außerhalb der 3 Zoll Peil in Reichweite des Spirit of Durthu zu bleiben. Ich weiß ja nicht, warum die alle so viel Angst vor einem 4 Meter hohen Baum mit einem 3 Meter langen Schwert haben. Völlig übertrieben meiner Meinung nach. Da der Streitwagen jetzt auch endlich mal gecharged ist, kann er seine Schneller-Tod-Fähigkeit einsetzen und sämtliche Mitglieder von Skyes wilder Jagd werden unter seinen Rädern zermalmt. Entsprechend entfällt die Battleshock-Phase und ich bin wieder dran. Die Branch Witch versucht sich ein weiteres Mal daran, die Tree Revenants wiederzubeleben und dreimal dürft ihr raten, wie erfolgreich sie dabei ist. Die Kern of Hunter rücken ein wenig näher an ihre Gegner heran. Und in meiner Schussphase verwendet der Spirit of Durthu die Winterleaf-Kommandofähigkeit Branch Blizzard. Ich wähle die Dämonetten als Ziel und darf jetzt pro Modell einen Würfel werfen und für jede 6 bekommen sie eine tödliche Verwundung. Dadurch wird eine Dämonette zerstört. Damit sie wenigstens etwas zum Kampf beigetragen hat, verwendet die Branch Witch nochmal die gleiche Fähigkeit auf dasselbe Ziel. Und 2 weitere Dämonetten werden vom Winde verweht. Der Spirit of Durthu feuert noch seinen Verdant Blast auf die Dämonetten und verbannt 4 weitere zurück ins Reich des Chaos. Die Kern of Hunter versuchen ihre Jägerkollegen zu rächen und feuern auf den Streitwagen. Sie verursachen insgesamt 4 Punkte Schaden. Als nächstes charge der Spirit of Durthu die Dämonetten und den Streitwagen. Gefolgt von den Kern of Huntern. Der Spirit of Durthu zerlegt den Chaos-Streitwagen, schafft es allerdings nicht, den Dämonetten Schaden zuzufügen. Die überlebenden Dämonetten attackieren ihrerseits die Kern of Hunter und den Spirit of Durthu, verursachen aber keinen Schaden. Die Kern of Hunter machen ihre Peil-In-Bewegung und attackieren die Dämonetten und 2 von ihnen werden zerstört. Und die letzte fällt dem wütenden Stampfen der Hunter zum Opfer. Damit endet Runde 4 und die letzte Runde beginnt. Ich bin zwar dem gegnerischen Missionsziel kein Stückchen näher gekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich punktemäßig einen Vorsprung habe. Und für das Hauptziel habe ich auch noch einen Ass im Ärmel. Den Initiativewurf gewinnt Björn und er entscheidet sich anzufangen. Sein Hexer feuert ein mystisches Geschoss auf meine Kern of Hunter und verursacht 1 Punkt Schaden. Und dann zieht er sich mal wieder ein Stückchen zurück. Die Harfe feuert mal wieder auf die Revenants und einer fällt. In meiner Heldenphase versucht die Branch Witch erneut die Tree Revenants wiederzubeleben und dieses Mal ist sie tatsächlich erfolgreich und 3 Revenants erheben sich von den Toten. In der Bewegungsphase verwenden die Tree Revenants jetzt ihre Waypipes. Ich entferne sie vom Spielfeld und darf sie jetzt irgendwo innerhalb von 3 Zoll von einem Wildwood oder von einer Spielfeldkante auf das Spielfeld zurückbringen. Ich muss dabei mehr als 9 Zoll von Gegnern entfernt aufstellen und bringe die Revenants in Position für einen letzten Angriff auf das gegnerische Missionsziel. Die Kern of Hunter begeben sich in Position für eine letzte Salve ihrer Bögen und Papa Durthu läuft auf den Wildwood zu und kuschelt mit ein paar Bäumen. Zwei Kern of Hunter feuern auf die Enrapturess und verursachen 4 Punkte Schaden. Der dritte Hunter feuert auf den Hexer, verursacht aber keinen Schaden. In der Charge-Phase schaffen es die Tree Revenants, die Chaoskrieger anzugreifen. Sie schaffen es allerdings nur einen einzigen Punkt Schaden zu verursachen. Die Chaoskrieger gehen zum Gegenangriff über und löschen die Revenants komplett aus. Das hat sich ja gelohnt. Trotz diesem herben Verlust endet das Spiel mit einem Endstand von 700 zu 400 Punkten für mich und damit mit einem geringen Sieg für die Sylvaneth. Gutes Spiel, Björn!
Da dies unser erstes Kampagnenmatch war, dürfen wir jetzt beide unsere erwachten Artefakte ermitteln. Das sind spezielle Artefakte, die von Spiel zu Spiel durch das Erreichen von bestimmten Voraussetzungen immer stärker werden können. Wir wählen aus der Liste drei gewünschte Artefakte aus und werfen dann einen W3, um zu ermitteln, welches Artefakt wir bekommen. Weil ich das Match gewonnen habe, dürfte ich den Wurf noch wiederholen. Und ich erwürfle Geistfluch. Auf Stufe 1 verbessert Geistfluch den Wuchtwert einer von mir gewählten Waffe um 1. Um aufzuleveln, muss ich in einem Match mit dieser Waffe 5 oder mehr Schadenspunkte verursachen. Das ist mit dem Spirit of Durthu, der das Artefakt bekommen wird, kein Problem, daher behalte ich das Artefakt. Außerdem habe ich durch meinen Sieg die erste Sturmgewölbe-Sakristei erobert und darf mir eine Belohnung erwürfeln. Ich bekomme die Sakristei der freien Geister und darf im nächsten Spiel einen Endloszauber im Wert von 40 Punkten mitnehmen. Ja, das war Runde 1 unserer Kampagne und ich würde sagen, das ist schon mal ziemlich gut gelaufen. Das mag daran liegen, dass ich tatsächlich mit meinen Silvernets schon echt ein paar Mal gespielt habe jetzt, unter anderem ja auch hier auf dem Kanal. Und die haben zwar jetzt gerade erst ein Update bekommen für mit ihrem neuen Battletome, allerdings hat sich da jetzt nicht radikal was geändert. Es haben sich aber viele Sachen, finde ich, zum Guten geändert. Also viele Einheiten sind noch besser geworden oder noch spielbarer. Ein paar Sachen haben sich einfach eher so Side-Grades und sowas. Also ich bin ziemlich happy mit meinen Silvernet gerade und war es eigentlich schon immer. Die waren schon immer ziemlich stark. Der Björn hat seine Slanische Armee für die Kampagne extra komplett neu ausgehoben und das war auch sein erstes Match jetzt, sein richtiges. Dementsprechend sei ihm verziehen, dass ich ja auch nicht hier und also dass er hier und da nicht alles super ideal gespielt hat. Ich habe es bestimmt auch nicht alles ideal gespielt, besonders meine letzte Aktion mit meinen Revenants war jetzt, ich wollte dann einfach in der letzten Runde noch ein bisschen Action haben. Das hätte ich nicht machen müssen. Es hätte auch sein können, ich habe die Punkte davor nicht zusammengerechnet, dass mich das in die Bredouille gebracht hätte, punktemäßig, aber ist ja alles gut ausgegangen jetzt und anscheinend sind die Krieger ein bisschen härter, als ich gedacht habe. Und dann bin ich halt ein bisschen von denen abgeprallt. Und so ist das halt. Ja, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Kampagnenmatch hier auf dem Kanal zeigen. Das liegt auch unter anderem daran, dass das ein oder andere Match vielleicht auch unbemalt gespielt wird oder so. Aber ich werde immer mal wieder, wo sich es anbietet, die Matches bringen. Ich guck mal, vielleicht bringe ich dann auch das Finale. Das könnte natürlich sehr spannend werden mit so einem 4-Spieler-Match dann für Age of Sigmar. Ist auch immer sehr spaßig. Das muss ich aber sehen. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie sehr ihr daran interessiert seid, das auch weiter zu sehen. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr möglichst viel von der Kampagne sehen wollt, dann gucke ich, dass ich dem auch entsprechend nachkomme. Ja, und ansonsten war ein extrem spaßiges Match. Wir haben extrem viel gelacht. Also der Björn ist ein sehr, sehr angenehmer Gegner. Er hat es auch wirklich mit sehr viel Humor getragen, dass einfach so ziemlich nichts bei ihm geklappt hat. Und es war nämlich auch sehr, sehr viel Würfelglück natürlich auch dabei auf meiner Seite und Würfelpech auf seiner Seite, das muss man auch dazu sagen. Und er hat es aber mit super viel Humor genommen und das hat echt Spaß gemacht. Patrick war auch dabei, hat uns ein bisschen ausgeholfen mit den Regeln und sowas. Und wie gesagt, er hat die Kampagnenregeln selber zusammengefasst für uns, hat die ein bisschen überarbeitet, hat hier und da ein bisschen nachgebessert, weil halt wieder das typische Wonky Games Workshop Zeug dabei ist, dass zum Beispiel manche erwachte Artefakte nicht so sinnvoll sind, beziehungsweise die Ziele, die man erreichen muss, um die aufzuleveln, sind teilweise nicht erfüllbar gewesen und er hatte halt einfach ein bisschen nachgebessert und sowas und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich habe da generell gar nichts dagegen, wenn man einfach ein bisschen selber Hand anlegt und damit halt für alle der Spaß möglichst hoch bleibt. Ja, und das war's jetzt erstmal von mir. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und sagt weiter, dass es einen Kanal gibt. Das hilft mir am meisten und ihr könnt mich natürlich auch weiterhin unterstützen, indem ihr meinen Spreadshirt-Shop geht oder indem ihr mich auf Patreon oder PayPal oder sowas unterstützt. Findet ihr alles in der Videobeschreibung und wenn ihr euch gerne eindecken wollt mit Age of Sigmar-Zeug und vor allem natürlich auch mit der verbotene Machterweiterung, aus der eben diese Sturmgewölbe-Kampagne ist, die ich sehr empfehlen kann. Sehr, sehr coole Regeln auf jeden Fall. Dann findet ihr unter anderem die ganzen Sachen beim Taschengelddieb. Da habe ich euch auch einen Link unten in der Videobeschreibung gepostet. Wenn ihr darüber euer Zeug einkauft, egal ob jetzt Age of Sigmar oder irgendwas anderes, dann werde ich da auch mit ein bisschen unterstützt. Das freut mich auch sehr. Vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.